Die Eva Kamens hatte am Sonntag anlässlich des Tages des offenen Denkmals noch einmal an 550 Jahre zentrale Wasserversorgung der Lessingstadt erinnert. Auf dem Markt gab es mehrere Informationsstände. Hier wurde der hydraulische Widder gezeigt. Eine Wasserpumpanlage, die ganz ohne Strom funktioniert, wie zu sehen war. Motor ist der Wasserlauf, der durch ein Ventil plötzlich gestoppt wird und einen Druck aufbaut. Gern genutzt wurde bei dieser Hitze auch die Station, an der es frisches EWAG-Wasser zum Kosten gab.